Am 12.06. bin ich mit meinem Mann nach Göttingen gefahren zum Einkaufen und auf der Wehener Landstraße hatte mein Mann einen ganz plötzlichen Herzstillstand, also einen Kreislaufzusammenbruch. Und aufgrund dessen bin ich aus dem Auto und habe meine Nachfolgerin, die hinter uns im Auto war, habe ich gebeten, den Notarzt zu rufen. Als ich zu der Einsatzstelle kam, habe ich einen Patienten im Herz-Kreislauf-Stillstand vorgefunden, der bereits von seiner Frau laienreanimiert worden ist. Wir haben dann die Reanimation übernommen und haben den Defibrillator angeschlossen und haben ihn danach Erreichen des Spontankreislaufs sofort in die Uniklinik gebracht. Der Rettungsdienst hat den Patienten optimal versorgt. Er ist direkt in einen Herzkatheter gekommen und wurde dann in unserem Cardiac Rest Center weiter behandelt, sodass er das Ereignis so überlebt hat, dass er mit Bewusstsein und selbstständig wieder am Leben teilnehmen kann. Generell muss man sagen, geht es mir wieder sehr gut nach dem Vorfall. Also ich war 4 Wochen auf der Intensivstation, dann gut 2 Wochen auf der normalen Station und bin dann nach Lippoldsberg zur Nachpflege oder Nachsorge 14 Tage gekommen und im Anschluss daran auch gleich in die Reha. Dem Patienten geht es heute so gut, weil sofort nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand mit einer Laienreanimation begonnen worden ist. Der Rettungsdienst braucht immer ein paar Minuten und es ist wichtig, diese Zeit durch die Ersthelfer zu überbrücken und da schon eine suffiziente Herzdruckmassage zu initiieren. An alle Helfer auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön für die schnelle Hilfe und für den Einsatz.